Melanie Thual ist Französin und macht gerne Urlaub in Berlin. Sie erzählt uns nun von einem deutschen Kleidungsstück für Kinder, das sie in Berlin entdeckt hat. Ein ungemein praktisches Kleidungsstück. Sehen Sie. Ich hatte noch nie von diesem Kleidungsstück gehört, bis zu diesem Julitag in Berlin. Nach einem verregneten Vormittag beschloss ich, mit meinen beiden Söhnen auf einen nahegelegenen Spielplatz zu gehen. Während die Kinder durch die Gegend springen und auf dem prächtigen Schloss aus Holz herumklettern, bewundere ich, wie immer in Deutschland, wie toll der Spielplatz konzipiert ist. Hier ist nämlich ein und dasselbe Spielgerät für verschiedene Altersstufen geeignet. Die Kleinen spielen mit den Eimern am Schloss, die Großen erklimmen es. Sogar an die Erwachsenen ist gedacht. Liegeflächen aus Holz laden zum Entspannen oder zum Picknicken ein. Sitzmöglichkeiten sind geschickt in die Anlage aus schönen, großen Bäumen integriert. Und weit und breit ist kein Verbotsschild in Sicht. Kein Vergleich zu unseren Spielplätzen, wo auf Kunststoffböden Spielgerät aus Metall vegetiert und natürlich das Betreten der Wiese verboten ist. Plötzlich höre ich Platsch. Mein ältester Sohn und seine Freunde sind in eine riesengroße Pfütze gefallen. Hippolyt ist platschnass und von oben bis unten mit einer Mischung aus Holzspänen und Matsch überzogen. Pff, wir müssen nach Hause zum Umziehen. Die anderen Eltern bleiben seelenruhig sitzen. Und da fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Alle anderen Kinder haben Skihosen an, mitten im Sommer. Ein Vater erklärt mir, dass dieser seltsame Anzug Matschhose genannt wird. Die Kinder ziehen sie über ihre normalen Hosen, um bei kaltem oder nassem Wetter draußen spielen zu können. Sie ist wasser- und winddicht, wärmer als eine einfache Regenhose und schützt das Kind zusätzlich durch einen Gummisteg unter dem Fuß, der verhindert, dass sie hochrutscht. Gut, ich habe schon elegantere Kindermode gesehen. Aber wie frei die Kinder durch so eine Matschhose sind und die Eltern erst. Mit der unverwüstlichen Hose können die Kinder durch Pfützen waten, sich im Schnee wälzen, in feuchte Sandkästen setzen und nasse Rutschbahnen mit dem Po abtrocknen. Was will man mehr? In Frankreich habe ich so etwas noch nie gesehen. Höchste Zeit, die Matschhose auch hier einzuführen. Die Kinder könnten damit endlich auch bei Regenwetter auf den Spielplatz gehen, ohne nervende Eltern an ihren Fersen, die um Kind und Kleidung fürchten. Es wäre doch schade, wenn die pastellfarbene Latzhose von Oma dreckig wird.